Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Simrail-Abenteuer hier auf dem Kanal, aber das Video ist ein bisschen anders als sonst. Ich dachte mir, ich fahre mal die komplette Playtest-Strecke ab und das in der Nacht, damit ihr es mal seht, wie das so der Eindruck wäre, wenn man da die Strecke fertig. 110, 150 Kilometer, glaube ich, sind es ungefähr. Die ganze Fahrt wird knapp 1,5 Stunden dauern und zwischendrin wird es leider einen kleinen Disconnect geben. Das ist einfach die Alpha von Simrail momentan und wenn es dann soweit ist, komme ich wieder rein, aber die ganze Fahrt wird unkommentiert sein. Das ist einfach für euch erstmal zum Genießen, zum Anschauen, wie sieht die Strecke so aus in der Nacht, inklusive der Bugs, die es noch hat, wie zum Beispiel die roten Obst hier auf der Scheibe. Die werden dann später aber wieder verschwinden und damit wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht und dann viel Spaß bei der Fahrt hier bei der ganzen Strecke vom Playtest. Los geht's!
Thank you.
Ja, und gleich wird jetzt hier der Disconnect passieren. Ich weiß gar nicht, warum ich den bekommen habe. Ich war der Einzige auf dem Server. Aber der Server hat entschieden, nein, du gehst jetzt raus. Und was ich dann gemacht habe, ist genau auf den gleichen Server wieder connecten, in den gleichen Service. Aber ihr seht, es war dann auf einmal heller. Ich weiß nicht wieso, das war Early Morning. Und ihr seht hier auch die Uhrzeit. Und das war UTC+1. Und zu der Uhrzeit soll es eigentlich stockdunkel sein. Naja, ich habe es reported. Hoffentlich geht es in der Zukunft besser. Jetzt gehen wir weiter in den Rest der Fahrt. Viel Spaß.
Ja, und da wären wir auch bei der Einfahrt zu Katowice. Leider hatte ich das Pech gehabt, dass die KI in Katowice mal wieder seine Phasen hatte und keinen Zug reinlassen wollte. Also kann ich euch den Bahnhof so an sich nicht zeigen. Danach wäre es noch ein paar Meter weitergegangen, bevor dann das Tunnel sowieso fertig gewesen wäre. Aber bis dahin, das ist erstmal die aktive Playtest-Strecke, mit der wir spielen können. Ich bin schon gespannt auf das, was kommt, wenn dann das Spiel komplett draußen ist. Und ja, die Fahrt war eigentlich soweit ganz normal, hat mir Spaß gemacht und wäre schöner gewesen, wenn alles in der Nacht gewesen wäre. Aber so ist es momentan im Playtest. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und wir sehen uns demnächst. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.